Die Welt der Unterhaltung wurde am Samstag durch den Tod des Sitcom-Stars Matthew Perry erschüttert. Der Schauspieler, der Chandler Bing in Friends spielte, starb am Samstag, den 28. Oktober 2023, im Alter von 54 Jahren. Neben seiner Arbeit in Friends hatte Perry auch bemerkenswerte Rollen in Filmen wie Keine halben Sachen und 17 Again, Back to High School sowie in Serien wie Odd Couple, Mr. Sunshine und Go On. Nach den Berichten über Perrys Tod haben mehrere Stars aus der Branche ihr Beileid ausgesprochen und ihre Erinnerungen an Perry geteilt. Unter diesen Stars ist auch Star Trek-Darsteller George Takei, der sein Beileid für Perrys Familie twitterte. Takei schrieb: "Was für eine tragische Nachricht zu lesen. Mein Herz ist bei seinen Angehörigen und langjährigen Schauspielerkollegen." O'Shea Jackson Jr. twitterte ebenfalls seine Trauer über die Nachricht von Perrys Tod und schrieb: Zitat: "No." Derweil twitterte Teen Wolf und Yellowstone-Star Ian Bowen: "Heiliger Sch**. Matthew Perry, auf keinen Fall." Die Nachricht von Matthew Perrys Tod schockierte Hollywood am Samstag und auch Prominente außerhalb Hollywoods zollten dem Mann, der Chandler Bing zu einem bekannten Namen machte, Tribut. WWE-Legende Mick Foley twitterte über Perry, drückte sein Beileid für die Freunde und Familie des Stars aus und lobte seine Arbeit bei Friends. Foley tweetete: "Ich bin ein großer Fan von Hashtag Friends. Ich habe die letzten zwei Tage ein Friends-Shirt getragen und Perrys Charakter Chandler Bing war derjenige, mit dem ich mich am meisten identifizieren konnte." Auch Perrys ehemalige Co-Stars haben ihre Erinnerung an den Star getwittert. Dazu gehört Sterling Knight, der mit Perry in 17 Again Back to High School mitspielte. Knight twitterte seine Erinnerung an die Zusammenarbeit mit Perry und teilte ein Foto der beiden auf dem roten Teppich, zusammen mit ihren anderen Co-Stars aus dem Film. Knight tweetete: "Ich hatte so viel Glück, auf diesem Foto zu sein und noch mehr Glück, Teil einer so tollen Besatzung gewesen zu sein. Mein erster großer Job. Alle waren so nett und ich habe mich vor meinem Sitcom-Helden Matthew Perry total zum Affen gemacht. Er war nett, aufrichtig, hat mir Ratschläge gegeben und mir Selbstvertrauen gegeben. Ich werde immer ein bisschen traurig sein, dass wir nie Tennis spielen konnten. Aber der Himmel brauchte wohl etwas Sarkasmus. Und er war der Beste." Als sich die Nachricht von Matthew Perrys Tod auf der ganzen Welt verbreitete, trafen weitere Ehrungen für den Emmy-nominierten Friends-Star ein. Der Komiker und Filmemacher Tom Green lobte den Friends-Darsteller und wies darauf hin, dass die beiden aus der gleichen Stadt Ottawa stammen. Green drückte sein Beileid aus und erklärte, was Perrys Berühmtheit für die Heimatstadt des Duos bedeutet. Green tweetete: "Ich bin schockiert und traurig, als ich von dem tragischen Tod von Matthew Perry durch Ertrinken erfahre. Er ist eine der vielen talentiertesten und unglaublichen Erfolgsgeschichten aus meiner Heimatstadt Ottawa, Kanada. Ruhe in Frieden, Matthew." Nancy Sinatra twitterte ebenfalls ihre Trauer über die Nachricht von Perrys Tod und schrieb, Zitat: "Danke, dass es dich gibt." Sinatra ermutigte ihre Follower außerdem, Perrys Buch Friends, Lovers and the Big Terrible Thing zu lesen. Wie Sinatra bemerkte: "Wenn Sie Matthew Perry so lieben wie ich, lesen Sie sein Buch. Sie werden eine Menge über ihn lernen." In der Zwischenzeit zollte auch ein anderer Fernsehstar der 90er Jahre Perry seinen Respekt. Jason Alexander, der George Costanza in Seinfeld spielte, twitterte seine Trauer über die Nachricht von Perrys Tod und schrieb: "Was für ein wunderbares und einzigartiges Talent. Er wird lange in Erinnerung bleiben und für das Geschenk seiner Arbeit geschätzt werden und von so vielen schmerzlich vermisst werden."